Hallo und willkommen zurück hier in der Steinzeit bei einer weiteren Folge Dawn of Man. Wir bauen noch ein bisschen an unserer Mauer. Nur was heißt wir bauen, die ist eigentlich fast fertig. Die Leute brauchen nur noch ein bisschen Holz. Und dann sind wir hier endlich safe. Wir werden auch noch ein paar Türmchen bauen, die kann ich jetzt schon mal in Auftrag geben. Ne, spirituell hier defensiv. So an jeder Ecke mal einen kleinen Tower. Was ist ja noch hier, passt noch ein schönes Türmchen hin. Und dann bauen wir noch an der Ecke einen Turm. Hier ist natürlich voll der Wald im Weg, den wir mal hier ein bisschen dezimieren müssen. Wir brauchen ein bisschen freie Schussbahn, um die Gegner zu sehen. Aber wir haben ja eh keine Schusswaffen, ne? Haben wir schon Bogen? Haben wir das freigeschalten? Ja, haben wir freigeschalten, ne? Ich würde sagen, Jungs, wir bauen mal ein paar Bögen. Ja, ich habe genug. Kein Ding hier, komm, knall ich rein. Kenne ich gar nichts. Da können wir dann alle Angreifer schön wegballern. Mit Bögen. So, wie sieht's hier aus? Ja, 18 Mal wird langsam mit den Walloutfits. Flachs bräuchten wir noch als nächstes. Haben wir Flachs schon? Wir können Flachs domestizieren. Also das kann ich mir ja gar nicht mehr alles erinnern. Ey, was ist denn hier los? Wo haben wir denn Flachs? Jetzt mal ohne Flachs. Wir bauen jetzt Lachs. Nee, ne? Andersrum. So, ja, oh, nicht viel Platz für Flachs. Wir könnten hier noch ein Flachsfeld bauen. Da, Flachsfeld. Vor der Siedlung. So, hier fehlt noch zweimal Holz. Wir brauchen echt viel Holz. Haben wir genug Kulturstätten, weil die sind alle so ein bisschen unzufrieden, aber eigentlich... Dann macht doch ein bisschen Kultur. Hier ist doch genug da. Guck, wie er betet doch gerade, ne? Er macht seinen Moral hoch und du holst Wasser. Ja, okay, dann mach halt. Nahrungstechnisch, ja, da passiert gar nicht mehr. Konnte ich noch so einen Overlay machen? Nee, kann ich nur drei? Ich hätte gern noch eins. Schade. Sturm zieht auf. Oh oh. Gibt es denn eigentlich hier schon Feinde irgendwo? Gibt es hier Fremdsiedlungen? Oder gibt es sowas gar nicht? Oder muss ich da erst erkunden, um die zu sehen? Hm. Das wäre mir echt interessant zu wissen. Das ist auf jeden Fall ein riesen Map. Und wie wir wissen, mit Enter kommen wir zurück in unsere City. Ja, hier ist dann Schluss. Ja, hier sehe ich keinen. Gehen wir zurück. Zack. Und da sind wir wieder. Und ein Sturm zieht auf. Flachs, wann wird denn der gepflanzt? Das steht ja da nicht da. Ja gut, jetzt im Winter auf keinen Fall, ne? Das ist eigentlich logisch. Oh, ist donnert. Was ist hier los? Da muss was geschlachtet werden, nicht gefüttert werden. Okay. Wie sieht's da aus? Schaf, Ziege. Ja, wir haben ein paar Schäfchen. Es könnten noch ein paar mehr sein. Also wenn der Händler wiederkommt, müssen wir uns ein paar Schafe noch gönnen. So, haben wir Ruhe heute? Ne, haben wir nicht. Leder haben wir genug, das haben wir genug. Feuerstein haben wir nicht genug. Wie sieht es hier aus mit Feuerstein? Ist auf jeden Fall noch was da. Holz brauchen wir noch. Aber jetzt ist hier schön. Jetzt sehen wir wenigstens was. Ja, der, die Birke. Die Birke machen wir weg. Hier wird alles rundherum abgeholzt. Haben wir hier noch Fettholz? Nö, ne? Ah, die sind ja dabei. Ja, hier ist schöne Freifläche geworden. Können wir dann später Felder bauen, wenn unser Dorf hier noch weiter wächst. Bevölkerung 36, Kapazität 36. Wir brauchen mehr Häuser. Das heißt, unser Dorf muss jetzt wachsen. Hütte, Zelt. Ja, Zelt brauche ich nicht. Kann schon eine Hütte bauen, ne? So ist nicht. Ich möchte jetzt gerne drehen. Bauen wir hier in die Ecke noch eine Hütte. Und dann bauen wir noch eine Hütte. Nein, kein Zelt. Ich will Hütten bauen. So. Hundi, du liegst leider im Weg. Zack. Haben wir da nochmal zwei Hütten. Hier könnten wir theoretisch schon erweitern. Hier, das ist viel zu eng. Aber ich weiß nicht, ob ich da was wiederbekomme. Aber theoretisch müsste ich was wiederbekommen, ne? Also ich würde es immer schön nach und nach langsam immer mehr die Stadt wachsen lassen. Aber wir brauchen noch so viel Holz. Ey, die müssen noch so viel Holz fällen. Und ein Förster wäre nicht schlecht, aber gibt's nicht, ne? Es gibt
Kirschbaum, okay. Kann ich denn hier Bäume pflanzen und die dann fällen? Na, okay, dann ist ja nicht schlecht. Fruchtbaumdomestizierung kommt erst in der Kupferzeit. Schweine? Schweine? Nee, brauche ich noch nicht. Was ist hier? Kann ich dann Brücken bauen? Okay, und hier der Megatourismus. Ich würde sagen, sparen wir auf Kupferzeit schon. Hm. Ja, wir warten erstmal ab. Ja, warum hast du schlechte Moral? Dann geh doch einfach nur hier mal beten. Wir haben genug Kulturstätten. Du kannst beten bis zum Morgengrauen. So, das ist okay. Hier wird gebaut. Hier ist alles da. Wolloutfits gehen voran. Wir kommen auf jeden Fall über Winter. Wenn wir dann noch genug Flachs haben, dann haben wir noch genug Sommeroutfits und dann passt das eigentlich. Dann sind wir hier eine fesche Siedlung. Ja, hier machen wir Flachs. Dafür habe ich hier gefällt. Hier kommt Flachs hin. Hier werden wir die Siedlung noch ein bisschen größer machen. Das heißt, der Baum weg. Der Baum weg. Und der Baum weg. Und dann machen wir hier noch so, zack, zack, schön eckig. So, jetzt ist hier nicht mehr rot, das ist sehr schön. Kapazität haben wir jetzt 40. Genug Leute sind eigentlich da. Ja, okay, jetzt wird hier ordentlich gebetet. Da ist, okay, vielleicht reichen sie doch nicht, ne? Wenn pro Städte nur einer kann, ist das jetzt die Frage, ob das zu wenig ist. Ihr habt genug Wasser, ihr habt genug Stroh. Wie viel dürfen wir Wasser rausholen? 4 Leute angeln dürfen, 2. Wir haben keine Hacken. Oh, das ist schlecht. Dann bauen wir mal hier ein paar Hacken. Wieso haben wir keine Hacken mehr? Äxte. Der Händler ist gekommen. Wir brauchen mehr Hacken. Jetzt kann ich die Felder nicht bestellen, ne? Wenn ich Pech habe. Oh, oh. Schafe. 75. Wir holen uns mal 2 Schäfchen. Und verkaufen dafür Bögen. Was können wir noch? Hier noch ein paar Outfits. Wie viel sind die wert? Die sind nur 5 wert, okay. Dann noch ein bisschen Brot. Oder das. Ja, können wir Getreide verkaufen. Wir haben genug Getreide. So, Mehl haben wir noch. Bringt aber auch nur 1. Und dann am besten noch ein paar Knochen weg. Was nehmen wir denn noch? Ich habe nicht mehr so viel, ne? Und ich brauche noch etliches. Ich brauche noch ordentlich Ware. Bringt auch nur noch 1. Das hat mal 2 gebracht, oder? Ah ne, hier, die, das bringt 2. Ja, okay. Der normale Stein bringt nur 1. Okay, wir handeln. Zack. So, jetzt haben wir 8, jetzt könnten wir hier den Megatourismus bauen, machen wir auch. Spirituell sind wir jetzt, ne, weit vorne. Dann gucken wir mal, was wir hier noch Schönes haben jetzt spirituell. Okay, Dolmen und dann Steinkreis. Oh, boah. Passt der da nicht hin, passt der hier oben irgendwo hin? Ich hätte gern auf dem Hügel. Nee, geht nicht, passt nicht. Kann ich überhaupt irgendwo hinbauen? Hallo? Hier meine Freifläche hinten bestimmt, ne? Ja, hier passt er. Aber ist ziemlich weit weg. Ja, dann bauen wir den wohl hier hin. Abbauen. Ich brauche Megalith. Ich brauche noch Megalith. Ich brauche 6 Stück. Und dann müssen die den hin transportieren ohne irgendwas. Oh oh. Ohne Schlitten. Das kann lustig werden. So, was fehlt hier? Das haben wir eigentlich und das haben wir auch. Wir haben 105 Stöcker. Ah, der Feuerstein wird knapp. Zahlmark ist an Altersschwäche gestorben. Naja, okay. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz im Dorf. Oh, hier haben wir noch einen Megalith, der kam weg. Ein Schaf wurde geschlachtet. Schlachtet nicht die Schafe, schlachtet die Ziegen. Ey, denen geht's allen nicht so gut, ne? Moralisch sind die alle am Ende. Kann da nur einer hin pro Feld. Da müsste ich ja 40 solche Teile vorbereiten. Das ist ja viel zu viel. Nee, das meine ich.
Nö, bei bestem Willen, nein. So mauertechnisch, wie sieht's aus? Fehlt hier eine Ecke? Ja. Hier fehlen Ecken. Dann setzen wir... Hallo? Kann ich da nichts hinsetzen? Doch da, okay. Nein, das ist kein Eingang für euch. Aber ich kann da nichts hinsetzen. Muss ich dieses Feld entfernen? So, jetzt müsste ich was hinsetzen können. Da ist kein Eingang, hallo. Geh da weg. Da ist der Eingang. Okay, hier fehlt auch noch ein Stück Feld. Ein Stück Mauer. So. Und da fehlt sowieso noch eine Ecke. Dann müsste die Mauer, wir gucken mal rum, hier sieht es gut aus, ja, hier sieht es auch schick aus, da sieht es schick aus, da sieht es auch gut aus, die Mauer steht. Dann, wenn die fertig sind, ne? Brauche ich hier noch mehr solche Kulturstätten, ey, ich kann es gar nicht passen. So, hier wird fleißig gehackt. Hacken haben wir auch wieder genug. Äxte haben wir, Feuersteinmesser haben wir, Speere brauchen wir fast gar nicht mehr. Bögen haben wir noch 7 Mal. Kann ich hier Leute zuteilen? Verbessere auf Wachturm. Benötigt aber verstärkte Befestigung. Nee, habe ich noch nicht. Kann ich nichts machen. Sind das hier alles meine Hunde? Nee. Ziege, Ziege, Hund, Hund, Hund. Also 3 Hundis habe ich anscheinend. Und genug Ziegen. Priorität ist hoch. Ihr macht also was. Wir brauchen Feuerstein. Wie sieht es da aus? Einer ist drin, einer macht Feuerstein. Aber nicht lang genug. Haben wir noch sonst irgendwo Feuerstein rumliegen? Gucken wir mal in die Ursicht. Was ist das? Feuerstein, die können wir einsammeln. Das ist Zinnerz. Okay, hier sind die Megalithen. Die sammeln wir eh gleich ein. Hier haben wir Feuerstein, hier können wir noch abbauen. Und da können wir noch abbauen. Da ist nochmal Feuerstein, okay. Oh, hier ist genug, hier hinten ist genug Feuerstein. Ja, doch, das reicht noch. Kommen wir wieder raus aus der Ursicht, oder gibt es noch was am Wasser Schönes? Steine irgendwie? Ne. Aber Steine baue ich ja eigentlich hier irgendwo ab. Ja, die baue ich ab. Okay, 15 Steine, wie viel habe ich? Ich habe 5. Also müssten sie da dann wieder anfangen mit abbauen eigentlich. Tun sie aber anscheinend nicht. Oh ja, aber Ochsen. Da bin ich ja schon fast gewillt, mal wieder was zu fangen. Oder zu jagen. So, geht's jetzt hier voran ein bisschen? Ja, doch. Geht einer hin anscheinend. So, Mauer ist hier soweit zu. Okay. Und hier ist er auch zu. Wir sind safe. Sehr schön. Jetzt muss nur noch die Kultstätte wieder hier rein und das heißt, ich muss wieder mehr Mauer bauen. Ja, so am besten. Ey, dass ich das nicht speichern kann. Das macht mich nervlich kaputt. So. Ja, ich kann es nicht speichern, ja, ich weiß. So müssen wir halt drücken. Dann müssen wir so wieder drücken. Wir zäunen einfach alles ein und dann reißen wir die andere Mauer wieder ab. Nein, weg. Der Baum stört. Der muss weg. Oh, der Flachs wächst. Einwandfrei. Der Flachs ist am Wachsen. Die Felder sind diesmal nicht alle bestellt, ne, weil wir hatten nicht genug. Doch, passt. Sieht eigentlich gut aus. Nahrungstechnisch geht es gerade extrem runter. Aber es liegt daran, wir haben das ganze Getreide verkauft, ne? Wir haben nur noch 9 mal Mehl, aber wir haben noch Gemüse, das passt eigentlich, das müsste reichen. Und da trommeln wieder die Trommeln. So, Holz, es fehlt aber immer am Holz, fehlt's. Dann heißt es, wir müssen wieder ein paar Bäume fällen. Also wir fällen gerade so viele Bäume. Ob das noch nachhaltig ist, ich mag es bezweifeln. Jetzt hier ein Stein da, was ist denn das? Nichts weiter, okay.
Ah, okay, bereit für Transport. Ach du meine Güte, brauche ich noch dreimal und dreimal, ey, boah. Leder vor allem, ne? Leder, hab ich nicht. Wir müssen wieder ein paar Leder herstellen. Aber da müsste ich irgendwas schlachten für Leder. Haben wir irgendwo ein Weibchen, ein altes Weibchen? Ah, oder ist ein Hund? Na, Hund will ich jetzt nicht schlachten unbedingt. Aber die sind vorbereitet, die können wir dann abtransportieren. Ja, ich muss hier roden ohne Ende, das ist Wahnsinn. Hier einfach alles weg. Alles wegmachen. Wir verändern unsere Umgebung, so muss es sein. Also von Weitem schon ziemlich groß, ne? Sieht gut aus. Junges Bison, junges Bison. Ich brauche halt Leder. Oh, wird gespeichert. Und da haben wir auch schon das Auto safe. Getrocknete Häute, was brauche ich? Leder, ja, genau das andere brauche ich. Aber hier wird ja nichts weiter gebaut mit den Leder, oder? Und hier mache ich nichts. So, drei neue Menschen sind da. Wir haben jetzt 38 von 44, das heißt, wir müssen bald wieder Gebäude bauen. So. Können wir hier auch schon wiederverwerten. Bin ich mal gespannt, wie viel ich da wiederbekomme. So, der Baum ist weg, das heißt, wir können die Mauer fortsetzen. Zack. Ja, okay. So. Hier ist jemand an Altersschwäche gestorben. Ja, der Baum war zu schwer, ne, der Stamm. Sie liegt im Stamm oder auf dem Stamm oder unterm Stamm. Je nachdem. So, aber ich würde sagen, wir sehen uns dann. Oh, wir gucken nochmal. Ne, wir gucken noch, wie sie abbauen. Einmal Holz bleibt da. Da bleibt nochmal Holz. Also kriege ich anscheinend die Stämme wieder zurück. Das ist gut. Dann könnt ihr gleich wieder in den Bau fließen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt uns treu und tschüssi, euer Rob.